Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren RimWorld Video und ja, wir haben heute die graue Kakerlake angeworben, welche wir jetzt natürlich benennen werden und wie immer wird das dann nach euch benannt und zwar nehme ich ja dann teilweise aus den Kommentaren die Namen, da frage ich dann ab und zu, wer möchte und dementsprechend, ja. Hier fangen wir jetzt mal an, hier seht ihr die Namen und zack. Wenn einer Name schon vergeben ist, dann drehen wir nochmal. Aber der Esai, der wird immer wieder. Ah ne, General Kuchen. Haben wir General Kuchen? Ne, General Kuchen haben wir noch nicht. Der General Kuchen ist es geworden, meine Lieben. Oh, bald muss ich ein paar Namen da rausstreichen, damit wir nicht alles doppelt haben. Wir hätten fast Esai wieder bekommen. So, einmal gehen wir hier nochmal an. Und dann gehen wir mal eben auf die... Auf the Depth von the Bio, genau. Und da können wir jetzt hier benennen. Und zwar einmal den General Kuchen. General Kuchen. Ah, geht kein Unterstrich. General. General Kuchen. So. Der wird sich jetzt erstmal hier ein bisschen ankleiden. Oh ja, holt er sich schon einen richtig guten Helm hier. Schön, dass wir einen haben. Und wir brauchen natürlich dann noch eine Rüstung für den. Und ja, hier sind die Insekten gespawnt. Überhaupt nicht cool. Finde ich. Überhaupt nicht cool. Ja, da werde ich jetzt alles richtig schön ausleuchten, damit das eventuell oder hoffentlich nicht normal passiert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die einfach random kommen. Weil manchmal sind sie hier, jetzt sind sie da. Jetzt werden sie wahrscheinlich immer da spawnen. Ich habe keine Ahnung. Die machen das, wie gesagt, so gefühlt ein bisschen random. Und ja, was gerade ansteht, ist eigentlich ganz einfach, ein bisschen die Kolonie säubern von den ganzen Leichen, die hier so rum... Oh, hi, Lisa. Na, die können wir aber retten, ruhig. Das ist ja, ne? Wie lange lebst du denn noch? Guck mal, wie lange lebst du noch? Oh, 14 Stunden. Ja, dann können wir dich mal eben retten. Ne, wir können auch mal nett sein. Ich meine, why not? Da bekommt jetzt hier auch eine Behandlung, eine schnelle. Und jetzt kann sie überleben. Die wird sicherlich dankbar sein. Vielleicht kriegen wir dafür auch eine Belohnung. Ich weiß es nicht. Ja, die Waffen können wir auf jeden Fall hier auch mal eben reintragen. Das sind alles relativ gute Waffen von der Quali her. Also was heißt Quali? Von der Beschaffenheit. Also noch 100%, 90% und so weiter. Den können wir auch mitnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was heute so RimWorld uns entgegenschmeißt. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass wir hier schon General Kuchen jetzt angeworben haben, beziehungsweise die graue Kakerlake war es eben ja noch. Und die kann wirklich, ja, relativ viel, also die kann Aufsehen auf jeden Fall machen. Da kann Samo sich zum Beispiel um die Kunst kümmern. Und dann hätten wir hier noch ein paar Sachen, die wir ihr geben können. Also Bergbau zum Beispiel kann sie auch relativ gut machen. Da haben wir allerdings schon relativ viele Leute für. Forschen kann sie auch sehr gut, aber was ich so gut an ihr finde, das ist, dass sie Fernkampf kann und dass sie alles eigentlich lernen kann. Sie kann kochen, Tiere, Medizin, Sozial, geistige Arbeit. Also sie könnte theoretisch einen anderen Platz einnehmen. Sie ist mehr oder weniger ein Platzhalter, weil ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Da hat man einfach keine Möglichkeit... Ja, wenn jetzt zum Beispiel Timson stirbt, ja, der hat richtig gutes Handwerk, dann brauchen wir jemanden, der das auch kann. Und dafür haben wir uns dann den Gaming Panda hochgezüchtet, der auch 20 Handwerk mittlerweile hat. Und, ne, General Kuchen ist einfach so, was wir uns dann hochzüchten können. Der hat zwar kein Handwerk, ne, aber wir haben einen Jogger, wir haben sehr viele Flammen, ist ein richtig guter Charakter auf jeden Fall. Und erstmal wird sie so Billo-Aufgaben machen, aber von Zeit zu Zeit können wir ihr ein paar Aufgaben geben. Zum Beispiel könnte sie ja der Jäger werden, denn wir brauchen jemanden, der auch ab und zu mal jagt. Und das könnte eigentlich sie machen, deswegen würde ich sagen, können wir den Marco Schwartz jetzt erstmal da abziehen. Hier haben wir jetzt auch ganz, ganz viele Insekten, die wir dann verarbeiten werden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sich so noch entwickelt. Ein bisschen Fleisch können wir allerdings trotzdem gebrauchen, deswegen würde ich sagen, dass wir hier auch ein paar mal eben kurz auf die Liste setzen und mal schauen. Hier die Alpakas zum Beispiel, die wehren sich ja nicht, die können wir ruhig mal abknallen. Die Kasuare, ja wobei, nehmen wir mal die Kasuare, die wehren sich zwar teilweise, aber das ist nicht so schlimm.
Weil die sind hier hinten ganz am Arsch der Welt. Na gut, den Kasor mache ich mal nicht rein, der ist zu weit weg. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt und was hier heute so auf uns zukommt. Okay, Leute. Also gerade dreht das Spiel richtig am Rad. Wir haben erstmal einen Wutanfall von Fabian gehabt. Der hat dann hier das Teil zerstört, das Bett. Das durfte ich jetzt erstmal neu bauen. Dann haben wir Tierkrankheit Seuche. Hier wurden alle irgendwie verseucht mit irgendwas. Dann sind alle mit Schlafkrankheit infiziert worden. Also kaum einer ist hier noch in der Lage, irgendwas zu tun. Und Alter, Leute, ich bin gerade richtig am struggeln hier. Also es ist wirklich schön, dass wir General Kuren haben und ich freue mich da auch wirklich drüber, aber wieder alle nützlichen Charaktere sind hier drinne. Ich verstehe es einfach nicht. Ne, die müssen gerade alle, ja, Bettpause machen, damit die schneller hier sich erholen, aber holy moly, hier geht's gerade richtig ab. Ich versuche hier gerade irgendwie klarzukommen. Aber das ist wirklich, wirklich schwierig. Weil ständig passiert irgendwas. Wenn jetzt ein Angriff kommt, ne, dann habe ich echt ein Problem. Und ja, ich hoffe mal, dass nicht so schnell einer kommt, aber ne, wir werden sehen. Dinge, die mich nicht erfreuen. Überfall Mechanoidennest zum Beispiel. Da kommen sie gerade runter und einer ist auch hier vorne gelandet. Das ist überhaupt nicht schön. Deswegen müssen wir uns hier ein bisschen aufteilen. Da werden zwei rüber müssen. Ich würde sogar sagen, dass es eventuell drei werden sollten. Wobei wir müssen eh alle einsetzen. Timson hat gerade keine Waffe. Die hat der andere. Bully Bull kann aber mal eben kurz hier die Rüstung anziehen. Das wäre mal eben ganz toll. Die hier sollten wir eben nach hinten gehen und den abwehren. Ja, und die hier werden jetzt sich vorne positionieren und angreifen. Ja, wir haben hier echt ja, wir werden mal eben das kurz anders machen. Wir werden die Tiere auch mal eben wegholen müssen. Oh, falsche Taste. Aber die werden zur Putzroboterzone gehen. Ja, der Kleine wird sterben. Der Kleine wird sterben, hundertprozentig. Fressattacke Bully Bull ist nicht mehr zu gebrauchen. Die sind auch alle krank. Wobei, warte. Ich bin so ein Idiot. Eigentlich sollten die den angreifen. Der schafft das doch gar nicht. Gut, das schaffen die Elefanten auch alleine, glaube ich. Genau. Okay, wir werden die jetzt hier hinten, wir brauchen die woanders. Auch wenn die Elefanten sterben, wir können uns neue holen. Kolonisten sind viel, viel wertvoller. So, wir werden erstmal mit denen arbeiten. Rüber. Die greifen ja gar nicht an. Was soll denn der Scheiß? Gut, jetzt muss ich die doch überholen, weil anscheinend sind... Also der kleine Elefant greift die an. Der große Elefant greift die nicht an. Ich meine, was soll denn der Scheiß? Gut, zwei sollten reichen eigentlich. Timson kann auch ruhig so weitermachen. Explodiert. Ach so, okay, schon fertig.
Okay, alle tot. Die Elefanten sind ebenfalls gerade am Verrecken. Das wird das größte Problem mit denen, dass die wahrscheinlich nicht überleben werden. 4 Stunden. Der hat nur Prellung, der Kleine, das ist gut. Der Große macht mir ein bisschen mehr Sorgen. Gott, lasst meine Elefanten in Ruhe, ihr Pisser. Nee, der muss behandelt werden. Wie kann ich den denn ganz schnell behandeln? Genau, der muss mal eben so behandelt werden. Das mag ich zwar eigentlich nicht, aber der überlebt dann wenigstens. Selbst wenn er eine Infektion kriegt. Ja, sehr schön. Okay, das reicht. Den Rest kann sie mit Medizin machen. Holy Fuggeroni, ey, Leute. Das war scheiße. So, der Elefant wird behandelt. Der andere Elefant muss auch behandelt werden. Erfolgt bereits, okay. Der Kleine muss nicht sofort behandelt werden, aber der Große. Ne, Kimi behandelt, Marco behandelt auch, okay. Die kommen beide zurück, da ist der Erste, da kommt der Zweite. 4 Stunden, 6 Stunden, also die haben beide noch Zeit. Okay, der erste Elefant ist gerettet. Oh, die dringen gerade alle durch. Wutanfall, Kimi. Ich weiß nicht, was die da gerade vorhat. Die drehen auf jeden Fall alle gerade durch. So, ich weiß nicht, was er vorhat, aber irgendwas nicht Gutes. Deswegen einfach einsperren. Der wird sicher irgendwas Gutes nämlich zerstören. Der lässt seine Wut in seinem Raum aus. Das ist mir egal. Meinetwegen kann er da auch hinkacken. Das ist völlig irrelevant. Aber jetzt haben wir hier schon mal alles soweit fertig. So, wenn er sich da drinnen dann beruhigt hat. Esser hat keinen Wutanfall mehr. So, Kimi ist da drinnen. Da können wir auch wieder freilassen, hat sich wieder beruhigt. Ich meine, klar, die ist jetzt ein bisschen angepisst. Aber so ist das halt. So, hier kann ich noch irgendwelche Drogen geben. Ist mal Ambrosia, ne, kann sie sich ein bisschen was geben. Und ja, das war auf jeden Fall heavy. Wir müssen halt hier jetzt wirklich gucken, dass die alle wieder gesund werden. Das ist halt auch das Problem. Die meisten haben ja noch eine Krankheit. Jetzt habe ich hier ein bisschen Drogen gegeben. Fühlt sie sich so ein bisschen besser, aber naja, wie viel ist das denn überhaupt? Bedürfnismäßig. Völlig entspannt. Ambrosia wäre mir 5. Ist nicht viel. Aber ein bisschen. Immerhin. Ja, tut mir auf jeden Fall echt leid um die Elefanten. Ich meine, die haben es überlebt, ne? Die haben es überlebt, aber wow, das tat echt weh. Die so leiden zu sehen hier. Weil die Elefanten sind einfach so gut. Die helfen einfach richtig, richtig, ne? Und deswegen, das ist auf jeden Fall übel. So, aber dann gucken wir mal, ob es hier noch was anderes gibt oder noch was anderes passieren wird. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, hier haben wir schon die erste exzellente Statue mit 1200. Und die werden wir wahrscheinlich auch hier reinstellen. Das kann man eben quasi Timson machen, die faule Sau. Dann gucken wir mal, was da so steht. Dann sollte irgendwas stehen von wegen eindrucksvolles Behandlungszimmer oder sowas. Ja, extrem ansehnliches Krankenhaus. Einmal 4 Mutboost, ne? Das ist richtig heftig und der macht die ganze Zeit weiter. Hier haben wir zum Beispiel eine normale, hier eine gute und der macht halt immer weiter hier.
Und deswegen bin ich mal gespannt, ob wir noch eine exzellente bekommen werden. Sag mal, will mich dieses Spiel komplett verarschen? Jetzt kommt schon wieder ein Angriff von den Mechanoiden. Schon wieder. Was ist denn das? Und glaube ich noch mitten in der Base. Oh ja, da. Mitten in der Base. Da. Mittendrin. Ich meine, das sind jetzt nur 5, aber trotzdem. Holy. Es kann doch nicht angehen, dass ich die ganze Zeit von Mechanoiden angegriffen werde. Was ist denn hier los, verdammt nochmal? Was ist hier bitte los? Das war jetzt ohne Witz. Ich habe ja einen Cut gemacht, aber das waren keine 3 Minuten. Ich habe gerade noch so auf mein Handy geschaut, habe gerade noch kurz was zu essen zu mir genommen, habe hier noch so ein bisschen Dings gehabt, Magerquark mit Haferflocken und bla. Weiß nicht, so lecker, mit Haferflocken will ich das jetzt nicht nochmal machen. Aber, ey, ich kam mir gerade so ein bisschen verarscht vor und der kann nicht richtig reden, das ist toll. Mal eben kurz gucken, welcher Sozial hier noch ein bisschen besser drauf ist. 8, 12. Ja, Esai macht das dann mal. Holy cow, ey. Holy cow. Brauchen wir hier irgendwas von denen? Ich glaube nicht. Dann brauchen wir nicht das Insektengelee verkaufen. Wir haben ja diese schlechten Sachen hier. Und seht ihr, wie viel die wert sind? Das ist krass, oder? Wie viel wir hier einfach verkaufen können. Ja, wobei ich würde sagen, die machen wir noch nicht weg. Wir verkaufen jetzt erstmal die Waffen hier. Also hier können wir eigentlich alles verkaufen von denen. Hier können wir definitiv alles verkaufen. Die Staubmäntel brauchen wir eigentlich auch nicht. Die nehmen auch nur Platz weg. Ja gut, dann machen wir das so. Haben wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Und vielleicht könnte man sich ja mal um den General Kuchen kümmern. Das fände ich so richtig, richtig awesome. Das macht der Fabian gerade. Oh mein Gott, Leute. Ernsthaft. Ich meine, das wird wieder alles aufgebaut und so weiter, aber... Das ist schon heftig. Vor allem, meine Verteidigung hier ist eigentlich richtig schlecht, ne? Also wenn wir nochmal einen Durchgang machen, werde ich hier auf jeden Fall dran arbeiten. Das war auf jeden Fall richtig Bullshit da unten. Weil da kommen die so einfach ran und ist einfach nicht worth it. Und ja, meine Lieben, das war es auch mit dieser Episode. Ich bedanke mich, wünsche, beziehungsweise mit diesem Video, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.